Operation Barbersturm. Anonymous ist eine Idee für eine wirkliche freie Welt, in der Regierungen und ihre Motive unvoreingenommen und transparent sind. Anonymous ist eine Idee, wo Menschen für sich selbst und für das Wohl der anderen arbeiten, individuell und kollektiv. Diejenigen, die sich mit Anonymous identifizieren, haben einen gemeinsamen Glauben, der Glaube an Freiheit der Meinungs- und Informationsfreiheit, in einer Welt frei von Unterdrückung und Korruption, in einer Welt des Fortschritts und des Friedens, in einer Welt regiert nur durch die Verfassung. Jeder, der will, kann bei uns mitmachen. Uns interessiert es nicht, ob du links oder rechts bist, ob du lange oder kurze Haare trägst, ob du Metal oder Hip-Hop hörst, ob du Student oder Arbeiter, Soldat oder Arbeitsloser bist. Uns interessiert nur eins: Willst du dem System die Zähne zeigen und nicht sang- und klanglos untergehen? Falls ja, schließt dich uns an. Glaubt ihr wirklich, dass ihr selbstständig denkt? Überprüft folgende Fragen. Glaubt ihr wirklich, dass unsere 7 Bundesräte die Schweiz regieren? Dass Angela Merkel Deutschland regiert oder Barack Obama die USA? Glaubt ihr wirklich, dass Muammar al-Gaddafi, Mahmoud Ahmadinejad oder ein Saddam Hussein die übelsten Menschen auf diesem Planeten sind, / waren? Glaubt ihr wirklich, dass unsere Massenmedien die Wahrheit sagen und uns nie anlügen würden? Glaubt ihr wirklich, dass das Fernsehen gut für die Bildung der Kinder ist? Glaubt ihr wirklich, dass die Großkonzerne keinen Einfluss auf die Politik ausüben? Glaubt ihr wirklich, dass die Großkonzerne unser Wohl wollen? Glaubt ihr wirklich, dass Krebs unheilbar ist? Glaubt ihr wirklich, dass Impfen gesund ist? Glaubt ihr wirklich, dass Fluor Karies vorbeugt? Glaubt ihr wirklich, dass Chemie besser geeignet ist, um Krankheiten zu heilen als die Natur? Glaubt ihr wirklich, dass Fastfood gesund ist? Glaubt ihr wirklich, dass gentechnisch veränderte Organismen, GVO, gesund für uns sind? Glaubt ihr wirklich, dass die Massentierhaltung ethisch-moralisch korrekt ist? Glaubt ihr wirklich, dass man durch Diätprodukte nicht zunimmt und gesund sind? Glaubt ihr wirklich, dass die Polizei Kriminelle bestraft und den Bürger beschützt? Glaubt ihr wirklich, dass die Überwachung, Überwachungskameras, biometrische Pässe, Vorratsdatenspeicherung, Herzscanner, Überwachungsdrohnen, Kreditkarten, RFID-Implantate und so weiter unserer Sicherheit dient? Glaubt ihr wirklich, dass die westlichen Kriege gerechtfertigt sind? Glaubt ihr wirklich, dass die Vereinten Nationen, UNO, den Weltfrieden anstreben? Glaubt ihr wirklich, dass die Europäische Union, EU, gut für das Volk ist? Glaubt ihr wirklich, dass der Euro sowie der Dollar führende Währungen sind? Glaubt ihr wirklich, dass unser Finanzsystem nie kollabieren wird? Glaubt ihr wirklich, dass unser Geldsystem nicht auf Schulden basiert? Glaubt ihr wirklich, dass unser Geld mit Gold gedeckt ist? Glaubt ihr wirklich, dass die Föderalsystembank, FED, eine staatliche Institution ist? Glaubt ihr wirklich, dass unsere Nationalbank völlig ganz dem Volk gehört? Glaubt ihr wirklich, dass ihr selbstständig denkt?